Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Okami HD. Ich bin Chaotix von Chaotix Green und wir schauen in der Höhle nochmal, ob wir einen Riss finden. Oh, hier sind Affen! Können wir die füttern? Ja, wir können die Affen füttern. Sehr schön. Die fressen auch Samen. Ich frage mich halt, wer den Fisch isst. Wen fütter ich mit Fisch? Na gut, Fleischfresser wahrscheinlich. Aber da müssen wir ja noch mehr Futter irgendwo bekommen. Vielleicht gucke ich auch noch mal beim Händler, was der so hat. Pferde. Die Pferde konnten wir jetzt nicht füttern. Die Kaninchen konnten wir nicht füttern. Schauen wir noch mal, was wir da finden. Die Affen freuen sich auf jeden Fall schon mal. Sehr schön. Und man kriegt sehr wenig Glück nur. Es geht sehr schleppend voran mit dem Glück. Aber schöne Bäumchen gibt es hier. Hier sind wieder Wildschweine. Können wir auch wieder füttern. Dann machen wir alles. Füttern alle. Füttern sie alle durch. Kein Problem. Dann müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir alle drei Sachen abgesucht im Feld. Weiß nicht, was wir dann noch machen können. Schauen, was wir noch als nächstes vor uns haben. Wir freuen sich auf jeden Fall schon. Das ist immer schön. Das macht ein gutes Gefühl auf jeden Fall. So. Ich vergesse immer, dass ich ja auch ausweichen kann im Kampf. Das vergesse ich immer so ein bisschen. Weil das ja neu dazugekommen ist hier mit der Taste. Können wir die Sonne scheinen lassen. Eigentlich irgendwo auch ein Riss. Eigentlich irgendwo einer. Ich dachte, hier wäre noch einer gewesen. Scheinbar habe ich mich dann doch getäuscht. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass hier noch einer war. Schön hell ist es. Sieht sehr schön aus, ja. Nee, war ja doch keiner mehr. Na gut. Macht ja nichts. Können wir da hoch? Tatsächlich. Ach, hier ist noch ein Speicherpunkt. Dann sind wir hier nochmal alles abgelaufen, das ist ja auch nicht, ist nicht schlimm. Lieber einmal zu viel als zu wenig. Aber jetzt haben wir hier auf jeden Fall alles befreit und gemacht, was wir machen können. Dann müssen wir jetzt erstmal hier nicht mehr hin. Opfergaben. Das ist halt noch so eine Frage, wie kann man Opfergaben darbringen? So, was sagt die Karte? Doch, da unten sollen wir doch noch mal hin. Ja, aber wie kommen wir da hin? Wir können ja da gar nicht lang schwimmen. So weit können wir gar nicht schwimmen. Was machen wir da?
ist die große Frage. Was haben wir da noch für Möglichkeiten? Da will ich mal versuchen, ob ich da was sprengen kann. Versuchen es mal. Ich glaube es zwar nicht, aber ein Versuch ist es wert. Nö, geht nicht. Und durch Stein können wir nicht graben. Zumindest vorerst nicht. Hier ist noch so ein Tor. Mit bösen Viechern. Ah! Das ist, wenn man hier nicht ordentlich malt. Das bestraft das Spiel direkt. Den haben wir schon mal. Den haben wir auch, oder? Da kommen immer neue nach. Das hört gar nicht auf. Jawohl. Aber die Kämpfe werden auch immer flüssiger. So. Ah, ein Kistchen gibt's da. Schön. Was ist da wohl drin? Erhalten. Vergeltung. Papier mit heiliger Darstellung lenkt zeitweise Angriffe an. Okay. Nützliches Objekt auf jeden Fall. Wie gesagt, ich frage mich halt nur, was ich da, wie ich da jetzt weitermachen kann. Könnten zwischendurch, könnten noch mal speichern kurz. Was haben wir denn da noch für einen Kerl? Hatten dafür Probleme. Ende. Nun, mal sehen. Was mache ich nochmal hier? Ja. Ich hatte Schutz unter diesen Wächtersprüchlingen gesucht, weil ich so ein schreckliches Geräusch gehört habe. Wie von einem knurrenden Monster. Nun, das ist ja einfach perfekt. Das ist Schicksal. Ich werde hier ein Geschäft aufmachen. Du weißt, wohin du kommen musst, wenn du einkaufen geschickt wurdest. Stimmt, Zündchen? Oh ja. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber komm. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Das wird ein Kinderspiel mit deiner Nase. Wenn du irgendwo nette Schüsseln oder Teller ausspürst, dann lass sie nicht da liegen, bring sie zu mir. Würdest du das tun? Wenn du irgendwelche Schätze aufsammelst, die ein bisschen Wert haben, dann zahle ich dafür. Schätze? Hast du sowas schon gefunden, Emmy? Wenn ja, dann solltest du es einfach verkaufen. Ich meine, was willst du mit so einem Zeug wie Schüsseln oder Teller? Es ist hart, das schwer erarbeitete Zeug zu verkaufen. Aber keine Sorge, alle Schätze, die du gesammelt hast, werden im Fächermenü erfasst. Was murmelst du da? Willst du mit mir handeln? Einkaufen? Ja, nein? Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir verkaufen können. Schätze. Oh. Besitz. Frage. Was ist denn? Keine
Das bringt halt schon ordentlich Asche, ne? Soll ich die verkaufen? Sollen die sammeln? Ich weiß es nicht. Kann ich handeln? Nein. Ich verkaufe es einfach. Was soll ich damit? Schauen wir mal, was der zu kaufen, zu verkaufen. Grünfutter. So, da müssten wir jetzt auch die restlichen Stahlfaustsäcke. Erhöht die Verteidigung. Nee, das machen wir nicht. Wir kaufen jetzt hier keinen Alkohol. Ich glaube, es geht los. Aber wir können hier die Kaninchen müssen wir jetzt füttern können. So, jetzt haben wir hier schon mal einen Händler freigeschaltet. Das ist doch schön. So, hier sind die guten. Grünfutter, ne? Ja, da freut sich der Kleine. Was gebe ich den Pferden? Auch Grünfutter. Den Pferden gibt man auch kein Grünfutter, oder? Ich kriege ja eher Heu oder Trockenfutter oder sowas. Naja, Hauptsache die Hasen freuen sich. Schade, dass man da immer nur einen mal fressen kann. Wäre schon schön, wenn da irgendwie alle dran fressen würden. Die freuen sich auf jeden Fall. Das ist schon mal schön. Aber ist hier auch eine Person oder so dazu gekommen? Ich glaube nicht, ne? Schade. Nee. So, ja dann könnten noch mal zu den Pferden gehen, die jetzt füttern. Das wird mir noch einfallen. Ach, guck mal hier. So, wie war das? Man muss die umkreisen. Wunderbar. Es wird dunkel. Da flitzt der Bote wieder. Da oben ist was. Kommen wir da hin? Kommen wir da hoch? Nee, wir kommen da nicht hoch, oder? Kommen wir da hoch? Können wir das lesen? Zum Agatha-Wald. Dieser Wasserweg führt zum Agatha-Wald. Das ist der grünste und fruchtbarste Platz in dieser Region. Ich habe gehört, dass die Leute aus dem Dorf wohl früher die Fähre zum Wald genommen haben. Ja, eine Fähre. Eine Fähre wäre nicht schlecht. Weil irgendwie. Schaffen wir so nicht. Was sollen da lang? Wir könnten das Boot restaurieren. Wie restaurieren wir nochmal? Wie war das? Ach komm. Fähre. Wie können wir das restaurieren?
Schade. Das geht bestimmt irgendwie. Ich raff noch nicht wie. Ich weiß noch nicht wie. Es ist halt. Schwer. Was meint ihr? Habt ihr eine Idee? Auf jeden Fall komme ich so schon mal nicht hin. Da geht's runter. Ich weiß es nicht. Kann ich den Steg reparieren? Bringt das was? Weil der Steg ist ja an sich nicht kaputt, ne? Nö, das bringt so nix. Schneller schwimmen kann ich auch nicht. Ich weiß es nicht, mir fällt nichts ein. Helvet. Wie kommen wir da hin? Ich weiß es nicht. Guck mal, was das Logbuch sagt. Ach ja, wir könnten hier zu Sakuya gehen. Richtig, das habe ich vergessen, ja? Das können wir machen. Also gehen wir zurück. Und besuchen Sakuya mal. Vielleicht kriegen wir da eine Fähigkeit, dass wir da schwimmen können oder was auch immer. Hä, du willst wieder zurück ins Dorf? Guck dir noch mal deine Karte an. Wir haben noch nicht alles gesehen, was es zu sehen gibt. Okay. Also die wollen unbedingt, dass ich da hingehe. Ich weiß halt nicht, was die machen sollen. Und außerdem, im Laufe von 100 Jahren verändert sich eine Menge Sachen. Du solltest die gesamte Gegend sorgfältig erkunden. Muss ich das? Nicht jetzt. Komm schon. Was ist los? Hast du ein Date oder sowas? Ach, was soll's. Lass uns zurückgehen und nach Sakuya sehen. Wir können die Karte später benutzen, um das Shinshu-Feld zu erkunden. Es kann nicht schaden, die ganzen Orte zu besuchen, die auf der Karte markiert sind. Ja, das machen wir später. Wow, was ist das alles? Das Dorf birst vor Aktivität. Ich frage mich, was da wohl los ist. Lass mal zum Händler gehen. Oh, bist du geschickt worden, um den Einkauf zu machen, Welpe? Gucken, was er zu bieten hat. Ah, der hat das gleiche, was der andere Händler auch hat. Tanzt hier rum. Ha, was für eine Freude zu sehen, wie das Leben an diesem Ort zurückkehrt. Nur noch 15. Wir werden mit einem Wunder gesegnet werden, wenn alle Bäume blühen. Ach, ich kann ja die Bäume blühen lassen, richtig. Das ist schon wieder fast vergessen, ne? Ach, das hätten wir auch in der Höhle machen können. Ganz vergessen.
Der hat so viele Fähigkeiten. Sie hat so viele Fähigkeiten drauf. Das geht alles so ein bisschen unter. Also ich muss auf jeden Fall irgendwann nochmal zurück und da die restlichen Bäume erwecken. Ach, es geht auch von der Ferne, super. Geht's auch von da? Geht auch, ja. Ich habe fast keine Tinte mehr. Oh, hey, die verschwinden einfach. Die Pflanzen. Das wollen wir nicht. So. Müssen wir gleich alle haben. Können wir die auch zusammen machen? Nee, geht nur einer. Wäre auch zu schön gewesen. Jetzt müssten wir aber alle haben, oder? Habe ich einen übersehen? Hier! Ha, was für eine Freude zu sehen, wie das Leben an diesem Ort zurückkehrt. Nur noch vier. Wir werden mit einem Wunder gesegnet werden, wenn alle Bäume blühen. Ja, okay, vier noch. Ich hätte auch mitzählen können, war ich aber zu faul. Tja, wo sind die ersten vier Bäume? Wer sie sieht, schreit mal kurz, bitte. Schauen wir mal da oben, ob das noch dazu zählt, ich weiß es nicht. Oh, wo sind wir denn hier? Hallo, Sakuya, meine kleine Blüte. Dank uns siehst du wirklich super gut aus. Hey, warum sagt sie denn nichts? Hm, wenn ich so darüber nachdenke, habe ich sie hier schon lange nicht mehr gesehen. Sie wird doch wohl nicht den Geist aufgegeben haben, oder? Komm schon, Sakuya, zeig uns dein hübsches Gesicht. Ich weiß. Lass den alten Herr Mandarine fragen, was hier los ist. Okay. Der war da drüben irgendwo. Oder war der unten im Dorf? Ich bin mir nicht sicher. Wir laufen mal hier hoch. Ach, Vögel. Vielleicht finden wir da oben auch dann die restlichen Bäume. Der einsame Vogel auf dem riesigen Samenhaufen. Ob die Scheibe auf dem Rücken von Amaterasu heiß ist? Ah, sie lieben mich. Sehr schön. Kann man gucken, ob ich jetzt was machen kann. Jetzt könnte ich entweder die Tintenfässer oder das Leben erhöhen. Ja, ich glaube, ich erhöhe das Leben. Schadet ja nicht, mehr Leben zu haben. Lieber zu viel als zu wenig.
Ja, da sind noch Bäume. Oh, das habe ich gezählt. Wo ist der letzte? Irgendwo muss noch einer sein. Da, da ist er, da ist er. Na. Der letzte. So, dann fragen wir mal den Herrn Mandarine, was hier abgeht. Endlich. Das ist die Antwort auf meine Gebete. Alle Bäume des Dorfes sind wieder voller Leben. Es ist an der Zeit, diese Kraft der guten Erde zu nutzen. Ja, es ist nun Zeit für den Kanohana-Tanz. Ich werde den Geist des heiligen Baums Konohana zurückrufen. Sage der Tapferkeit. Aber zuerst muss ich meinen Schwur zur Abstinenz brechen. Ich werde behutsam diesen Sake trinken und schon bald werden wir die Blüten sehen. Oh je, das ist nicht gut. Oh ja, ja, ja! Okay, die Mandarine auf dem Kopf ist riesig geworden. Hey Opa, bist du okay? Du hast einen wirklich seltsamen Ausdruck in deinen Augen. Eval, Iso. Was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist der Stoff für eine Legende. Moment. Werdet Zeuge des Geheimnisses, der Geheimnisse. Ich präsentiere den Konohana-Tanz. Na toll. Wollen wir das sehen? Ich hoffe, er lässt sein Kleidchen an. Was? Ich hab doch... Nein! War ich nicht schnell genug, oder was? Es funktioniert nicht. Nicht mal ein kleines bisschen. Der Baum hätte doch in voller Blüte stehen sollen. Ist der Konohana-Tanz ein Reinfall? Nein, das kann nicht sein. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde weiter tanzen, bis Konohana wieder blüht. Oh mein Gott. Noch einmal, das Geheimnis der Geheimnisse. Der Konohana-Tanz. Ja. Da war ich nicht schnell genug. Der Tanz hat mich so verwirrt. Da konnte ich gar nicht mehr reagieren. Weil da muss man ja echt schnell sein hier. Oh. Vielleicht geht mir die Tinte aus. Wunderschön. Kirschblütenexplosion. Und der alte pennt. Großer Amaterasu. Sakuya?
Du lebst und du siehst ganz sehr gut aus. Mein kleiner Lausefreund. Ich sehe, du bist mutig wie immer. Ich schulde auch diesen netten älteren Herrn meinen tiefsten Dank. Welche Tapferkeit. Einfache Worte können meine tief empfundene Dankbarkeit gar nicht ausdrücken. Dank euch allen bin ich wieder erneuert und voller Energie. Aber natürlich gebührt der ehrfürchtgebietenden Göttin Amaterasu mein größter Respekt und Dank. Gepriesen seist du. Okay, wir werden beschüttet. Ich kann nicht versprechen, dass die Erlösung für ganz Nippon bedeutet, aber wenn du die Wächtersprösslinge im ganzen Land wiederherstellst, dann wirst auch du davon resultierenden Kräften profitieren. Ich werde hier in Kamiki bleiben und für deinen Erfolg beten. Ich darauf hoffe, dich wieder erblicken zu dürfen. Möge dich der frische Duft der Blumen für immer beschützen. Sie erhalten Deo-Marke Blütenduft. Oh Mann, was nun? Das ist ein neues Sternenbild, hm? Geht ja richtig rasch vorwärts hier mit den Konstellationen. Da ein Punkt und hier ein Punkt. Da ist er ja wieder, der Flötenaffe. Kennen wir den nicht schon? Huch! Der ist gegen die Kamera gesprungen. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Lange habe ich mich hier in der Natur von Kamiki versteckt. Aber die Zeit ist gekommen, dass ich Hasugami mich zu erkennen gebe. Möge meine Kraft dir eine Hilfe sein auf deiner schweren Reise. Geht echt rasch mit dem Fähigkeiten voran. Ich kann mir das gar nicht alles merken. Oh mein Gott, das war Hasugami. Mit der Technik Seerose kannst du Seerosenblätter auf dem Wasser erschaffen. Du kannst damit Wasserflächen überqueren. Na endlich. Probier es aus. Komm schon, hier lang, Emmy. Ja, die Fähigkeit hat uns auf jeden Fall noch gefehlt. Ich habe diese Schatztruhe da draußen schon seit einer Langeweile im Auge. Warum erschaffst du nicht ein paar Seerosen hier? Mache dir einen Weg aus Blättern rüber zur Insel. Die Pinseltechnik Seerose erschafft Seerosenblätter auf dem Wasser. Alles, was du tun musst, ist es, Kreise auf dem Wasser zu malen. Komm schon, Felkmann. Lass mal sehen, wie du mit deinem Pinsel Wunder wirkst. Okay. Ein Kreis. Noch ein Kreis. Noch ein Kreis. Was zur Hölle war das denn? Ja, sorry. Auf Katze machen und male einfach einen Kreis auf das Wasser. Einen großen oder einen kleinen? Ja, was denn nun? Genau, das ist es. Wusste ich doch. Hey, hey. Nimm gefälligst dieses selbstgefällige Grinsen aus deinem Gesicht, Fellknäuel. Zumindest müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, nass zu werden. Ich weiß jetzt, wo du diese neue Kraft hast. Lass uns damit ein bisschen weiter aus dem Dorf rausgehen. Ich kenne da einen Wasserweg, den früher mal eine Fähre benutzt hatte.
Der war irgendwo hier. Ja, genau. Das ist das, wo wir nicht lang konnten. Ja, da gehen wir gleich hin. Unsere kleine Sakuya ist wieder zurück. Und munter wie immer, aber es gibt immer noch viele Wächtersprosslinge, die nicht blühen. Ja, die erwecken wir auch noch. Jetzt kommen wir endlich dahin. Oh, oder auch nicht. Saufen zwischendurch ab. Toll. Muss ich mir noch eine malen, oder was? Kannst du mir noch eine malen? Ja, tatsächlich. Erhalten Fragment der Sonne. Sammle drei leuchtende Fragmente, um Solarenergie um eins zu erweitern. Okay. Da hinten müssten wir eigentlich auch hin können, oder? Das ist noch nützlich. Ob die Dinger wieder verschwinden oder da bleiben? So, aber die Folge ist wieder zu Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst mir gerne einen Like, ein Follow, einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.